Ein herzliches Willkommen zum Tachoskop mit Ella. Wir sind auch wieder bei der Wochenlegung vom 21. bis 27. Juni 2021. Ja, wir befinden uns schon im Sonnenzeichen Krebs und ich möchte euch für diese Woche natürlich die Karten vorstellen, die ich verwende. Falls es euch interessiert oder falls ihr eine persönliche Legung möchtet, findet ihr alle Daten unten in der Infobox. Ihr könnt mir gerne E-Mail schreiben oder ihr könnt auf der Webseite schauen, was ich so anbiete. Allerdings gibt es natürlich auch immer Möglichkeiten, wenn ihr euch was anderes wünscht, dann schreibt mir das. Die Woche, die ich jetzt lege, ist natürlich aktuell und neu. Allerdings habe ich auch die Vorwoche hinten angelegt als Film, weil manchmal sind die Energien nicht so akkurat, dass sie sich an eine Woche halten. Sie können in die nächste Woche mit reingehen und deshalb vielleicht auch nochmal der Hinweis, was letzte Woche so war. Und damit kann man dann ein bisschen klarer sehen. Dinge entwickeln sich nicht bei jedem identisch, deswegen ist das vielleicht ganz interessant. So, schauen wir uns an, was für Karten wir haben. Finde deinen wahren Weg von Colette Bernouille. Das ist so für die Übersicht der Woche, die Wochenkarte der Energien. Dann haben wir für die Wochentage das Gilded Tarot von Ciro Marchetti. Dann zur Klärung habe ich die Tarot of Pagan Cats. Das ist von Magdalena Messina und gezeichnet von Lola Alraghi. Dann haben wir wie immer das Krafti-Orakel von Colette Bernouille, was euch begleitet, was euch Power geben soll. Dann haben wir zusätzlich die Orakelkarten von Doreen Virtue, das Erzengel-Orakel-Karten mit Informationen, was zu beachten ist oder worauf ihr hingewiesen werdet. Natürlich ist das alles immer eine allgemeine Legung, keine persönliche. Die könnt ihr, wie gesagt, bei Interesse natürlich anfordern. Ja, dann wünsche ich euch eine hoffentlich schöne Woche und sage dann mal bis gleich. So, meine Lieben, dann wollen wir uns mal anschauen, was diese Woche astrologisch allgemein so zu bieten hat. Wir kommen auf die einzelnen Sternzeichen genauer noch zu sprechen. Als erstes schauen wir uns an, wir haben ja am 21. die sogenannte Sommersonnenwende. Also wir begeben uns jetzt in den Sommer und ich denke, das ist auch schön und notwendig. Ja, Sommeranfang, Sonne im Krebs. Sehr liebevoll, sehr familiär. Und Neptun und Venus haben auch einen tollen Winkel. Das heißt, man kann so ein bisschen seine Fantasien ausleben, was so, ja, was natürlich schön ist. Es ist ein traumhafter Tag, so wie sich das für einen Sonnenanfang gehört. Ja, dann haben wir am 23. Halleluja, Merkur wieder vorläufig. Und damit sind diese ganzen Katastrophen, die auch noch so am Rande passieren, etwas gedämpft. Denn er braucht noch so 2-3 Tage, bis er wirklich wieder ganz vorläufig ist. Und auch kann man sehr glückliche Momente in dieser Woche erleben durch Sonne und Jupiter. Ja, dadurch gelingt so einiges und darüber sollte man sich freuen. Man darf natürlich nicht abheben, denn wir haben immer noch Saturn-Uranus-Spannung. Das geht auch noch bis zum 26. Und dann haben wir Mars-Pluto, der uns im Nacken sitzt. Für den einen oder anderen ist das mehr relevant als für den anderen. Aber man kann ja immer auch auf solche Leute treffen, die davon, ich sag mal, betroffen sind. So, man kann nämlich da in ja, Machtkämpfe, Macht- und Ohnmacht-Themen geraten. Und das kann vor allen Dingen am 24. der Fall sein. Am 24. haben wir Vollmond und die Spannung zwischen Venus und Pluto. Da kann es passieren, dass man in Beziehungen, auch gerade in Partnerbeziehungen, vielleicht Eifersucht verspürt oder dass man das Gefühl hat, man müsste sich unbedingt durchsetzen. Vielleicht ist das ein Tag, an dem man nicht unbedingt ein Date haben sollte, ja. Man sollte auch nicht versuchen, mit dieser Krebsenergie, die wir haben, den oder die andere dann gefühlsmäßig unter Druck zu setzen. Das wäre nicht gut. Dann haben wir Neptun, der wird am 25. rückläufig und am 27. wechselt die Venus vom Krebs in den Löwen. Auch das kann natürlich dafür sorgen, dass da sehr starke Energien herrschen
Und ja, auch da muss man natürlich mit diesen etwas kritischen Energien, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, Saturn, Uranus und später auch Mars, Pluto, ein bisschen vorsichtiger sein, also achtsamer sein. So, was ist noch zu sagen zur Rückläufigkeit des Neptun? Ja, man kann das Gefühl bekommen bei der Rückläufigkeit Neptuns, dass man vielleicht noch nicht genug ausprobiert hat, dass man noch nicht genug gewagt hat vielleicht oder dass man jetzt was ganz anderes tun möchte als bisher. Lasst euch nicht foppen. Die Rückläufigkeit eines Planeten ist immer auch das nach innen schauen. Ja, was fehlt mir oder was hätte ich gern oder was fände ich schöner? Es ist nicht unbedingt, dass man nach außen hin irgendetwas ja, riskieren muss oder so. Seid da lieber vorsichtig, nutzt eure kreativen Adern, eure Fantasie. Was möchte ich denn eigentlich? Und die Rückbezüglichkeit haben wir ja bei vielen Planeten rückläufig. Und das bedeutet, dass man sich selbst ein Stück weiter kennenlernt. Und das ist ja auch sehr schön. Schauen wir uns jetzt an, wie das bei jedem einzelnen Sternzeichen so aussieht. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 21. bis 27. Juni 2021. Jupiter hat dich ja wunderbar jetzt auch unterstützt in den Fischen, hat dir Weichheit, Zuversicht und Optimismus und auch einige, ich denke, positive Aspekte geliefert. Daran sollst du dich klammern, daran sollst du glauben und ja, auch dabei bleiben. Wir haben ihn jetzt rückläufig ab 20. Und ja, das kann sehr gut dafür sorgen, dass du dir deines Glücks auch bewusst wirst, dass du die Dinge wahrnimmst und dass du darauf aufbaust, was sehr schön ist. Saturn ist ja derzeit auch rückläufig, das heißt, du hast nicht mehr diesen Stress, aber wir haben ja diese Saturn-Uranus-Spannung, die nicht nur bei dir, sondern auch bei allen anderen für Stress sorgen kann, wenn man nicht eben sehr achtsam ist. Man sollte da ein bisschen flexibel und tolerant bleiben, was nicht immer leicht ist, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber es gilt, die Balance zu halten zwischen dem, wo man sich, sagen wir mal, mit unangenehmen Dingen beschäftigen muss und dem, was man Gutes für sich selbst tun kann. Man sollte achtsam mit sich selbst umgehen, auch mit seinen Gedanken. Wenn man nämlich zu viel, Heckmeck zulässt, also Stress sich selbst vielleicht auch noch in Gedanken antreibt und zu viel von sich verlangt, stolpert man über die eigenen Füße. Und das ist ganz wichtig, dass du als Skorpion das auch besonders beachtest. Nichts ist besser, als in Ruhe den Dingen auf die Sprünge zu helfen und mit sich selbst liebevoll umzugehen. Ja, Uranus ist ja der große Veränderer, der steht ja in Spannung und sorgt auch für Hektik. Und er ist noch vorläufig bis August, genauer gesagt 20. August. Aber diese Veränderungen, die Uranus hervorbringt, werden beeinflusst durch die Veränderungen, die du bewerkstelligen kannst. Das heißt, du kannst ihm zuvorkommen, indem du selbst das Ruder in die Hand nimmst. Wichtig dabei ist, dass du momentan erstmal nur planst, denn wir haben sehr viele Planeten rückläufig und nicht voranpreschst, sondern dir das gut überlegst und die Erfahrungen aus dem vergangenen halben Jahr mit einbeziehst. Was war gut, was ging nicht so gut? Ja, der Neptun bringt dir auch schöne Ideen. Der wird auch am 25. rückläufig. Und das kann bisweilen sehr intensiv sein, dass du da große Pläne hast, große Luftschlösser erstmal. Aber man sollte das mit der Erdenergie verbinden und sagen, was ist tatsächlich machbar, was ist relevant und was kann ich umsetzen. Pluto, ja, ist natürlich unterstützend. Gibt dir den Ehrgeiz, den du ja von Natur aus sowieso schon hast, kann bisweilen aber auch übertrieben werden. Da sollte man natürlich aufpassen. Achte immer darauf, was deinem Körper und auch deiner Seele gut tut. Also mental, wenn dich das überfordert, überlastet, dann sei nicht zu stolz, dir selbst das einzugestehen. Mach lieber langsamer. Mars im Löwen, ja, das ist jetzt
bisschen schwierig, denn auch da kommt es bei anderen zum Beispiel auch zu, naja, ich sag jetzt mal so, sich hervortun wollen, ja, gut dastehen wollen und auch eigene Konzepte vorbringen zu wollen. Sei tolerant, gut überlegt ist immer besser als vorgeprescht und dann dastehen und keine Antwort haben. Es ist gut, wenn du da ein bisschen sensibel bist. Wir haben Venus im Krebs, was dich natürlich unterstützt bis 27. Juni. Und da haben wir schöne Zeiten in Partnerschaften, in Beziehungen. Nicht nur in der Liebe, aber hauptsächlich auch in der Liebe. Es kann auch finanziell gut laufen, wenn die Venus gut steht, wie jetzt im Krebs. Nutze diese Zeit, versöhnliche Worte zu finden, liebevolle Zweisamkeit oder familiäres Beisammensein, Freunde, Bekannte, ja. Und wir haben natürlich jetzt auch Sommeranfang, vielleicht ein schöner Grillabend oder sowas. Sowas Geselliges, das lässt sich dann auch, naja, richtig feiern. Und du kannst die anderen Dinge, die nicht so gut laufen, besser für dich verarbeiten. Merkur in den Zwillingen macht sowieso fahrig und nervös und lässt einen manchmal die falschen Worte finden. Rückläufig sorgt es sowieso für Missverständnisse. Man sollte auch den Worten der anderen nicht so viel Gewicht geben, wie vielleicht, wenn Merkur wieder vorläufig ist. Aber es ist halt auch für alle etwas problematisch. Das darf man nicht vergessen. Ja, Liebe sollte laufen, auch finanziell sollte es gut laufen. Wir haben natürlich am Ende des Monats nochmal eine schwierige Phase, aber wie gesagt, nicht nur für die Skorpione, sondern eben auch für alle anderen. Und wenn man das weiß, kann man damit ein bisschen achtsamer umgehen und nicht zu viel fordern oder auch von sich selbst nicht zu viel fordern. Also sei lieb zu dir und sei lieb zu anderen, dann wird das schon. Schauen wir uns das mal in den Karten an. So, mein lieber Skorpion, schauen wir uns an, was wir in dieser Woche in den Karten für dich haben. Du kennst das vielleicht, es ist eine allgemeine Legung für alle Skorpione. Es kann und wird nicht immer für jeden hundertprozentig zutreffen, aber du kannst dir Anregungen holen, das, was vielleicht momentan gut funktioniert oder was weniger gut funktioniert, anhand der Energien ablesen. Und wir schauen uns zu Beginn an, was von außen kommt. Allgemeine Legung, Entscheidungen triffst du natürlich selbst. Die Energien von außen ist so das, was dir die Leute in deiner Umgebung entgegenbringen, auch Nachbarn oder unbekannte Menschen. Die Sonne, positive Energie. Das ist Vitalkraft, Optimismus, Freundlichkeit, schöne Energie. Und ich denke, dass du das, wenn dir das begegnet, natürlich auch genießen solltest. Schauen wir uns an, wie du dich selbst siehst in dieser Woche. Was dein Wunsch ist. Was du erhoffst oder befürchtest. Was gut ist für dich. Was weniger gut ist. Und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, das ist so die Wetterkarte der Energien. Wir wollen uns gleich noch mit den Wochentagen beschäftigen. Dazu lege ich 7 Karten hin, die für die Wochentage stehen. Die Reihenfolge ist bei jedem Skorpion unterschiedlich. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn wir uns die schöne Sonne anschauen, wollen wir auch wissen, wie du auf deine Mitmenschen zugehst in dieser Woche. Wie deine Energie gegenüber den Mitmenschen so ist. So, was haben die denn vom Skorpion zu erwarten? Wunderschön, 2 der Kelche. Sich auf Augenhöhe begegnen bedeutet, dass du auch liebevoll entgegenkommst, dass du mit deinen Mitmenschen ja auch zuhören kannst, du kannst dich mitteilen und das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Ja, Venus ist im Krebs und ich denke, das ist auch sehr schön für dich natürlich. Davon kannst du profitieren. Und ich denke, dass dich das auch für vieles entschädigt, was vielleicht nicht immer so gut läuft. Dass du jetzt so ein bisschen auch, sagen wir mal, so ein bisschen Streicheleinheiten beziehen kannst. Wir schauen uns das mal an. Wie siehst du dich denn selbst? 3 des Feuers. 3 des Feuers ist die Energie, vorausschauen zu denken, über den Tellerrand zu schauen, aber auch
ja, so ein bisschen zu warten, nicht zu hastig zu agieren. Das wäre in dieser Situation momentan sowieso nicht gut. Aber es ist eine sehr liebevolle Energie auf beiden Seiten. Dein Wunsch in dieser Woche, der Magier, Manifestation, du möchtest etwas in die Realität umsetzen. Dazu möchte ich dir ans Herz legen, das auch nicht zu vergessen, das zu manifestieren, aber dass es nicht unbedingt in dieser Woche sein muss. Es kann ja auch ein bisschen später sein. Gut geplant ist eine gute Vorbereitung für einen späteren Zeitpunkt, weil durch Merkur rückläufig und die anderen Energien kann es natürlich verzögert sein. Darauf solltest du dich einstellen, aber trotzdem deinen Wunsch danach nicht verlieren. Hoffnung und Ängste, zwei des Feuers, das ist Unentschlossenheit, dass man nicht weiß, in welche Richtung man tendieren soll. Gut für dich ist die Vier der Kelche. Vier der Kelche ist ja, dass man vielleicht auch ein bisschen unzufrieden ist, dass einem nicht gefällt, was einem geboten wird. Aber es ist doch schon mal schön, wenn einem überhaupt etwas geboten wird. Auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig das ist, was du dir vorstellst. Aber ich sage jetzt mal, du wünschst dir meinetwegen Erfolg im Beruf. Dauert vielleicht nur ein bisschen, aber du hast sehr nette Kollegen. Dann wäre es doch blöd, das nicht zu schätzen, oder? Vier der Kelche ist auch dieses Aufmerksammachen auf die Dinge, die vielleicht nicht so direkt sichtbar sind. Oder wo es sich erst noch gar nicht so dolle anfühlt und auch erst mit der Zeit entwickelt. Also man muss selbst schauen, wo es gut ist. Ja? Man muss nicht immer darauf warten, dass das Glück zu einem kommt. Man sollte selbst auch den Blick erweitern und das Schöne auch in der Ferne sehen. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Königin der Erde. Kann Erdenergie sein? Oder du hast halt in dieser Woche nicht die Möglichkeit, dich um Stabilität und Sicherheit zu kümmern. Kann sein aus anderen Gründen. Vielleicht gibt es was Wichtigeres. Kann aber natürlich auch eine externe Erdenergie sein. Schauen wir mal. Wir haben die 10 der Kelche, also Liebe wird groß geschrieben. Und Liebe ist nicht nur gemeint die Paarbeziehung. Liebe ist allumfassende Liebe, Eigenliebe, Freundschaft, Familie, Bekannte, ne? Also Liebe ist das ganze Paket. Was haben wir an den Wochentagen, den Eremiten? Du suchst in dir nach dem Licht, was du nach außen bringen kannst. Und du willst das gut vorbereiten. Das ist auch richtig so. Das ist Jungfrauenergie, ja. Vielleicht klappt das jetzt noch nicht so. Ich habe ja gesagt, Manifestation ist ein guter Wunsch, den sollst du auch weiterführen. Aber es kann sein, dass sich das verzögert. Mit der Königin der Münzen kann das durchaus sein, dass es noch etwas auf sich warten lässt. Wir haben den Page der Kelche. Freundlich auf andere zugehen, das ist Sympathie. Sympathie haben für die Menschen, für dich selbst natürlich und natürlich auch für die Fehler, die wir alle machen. 7 der Münzen ist achtsam vorgehen, also gut überlegen, welchen Schritt mache ich als nächstes. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll, brauche ich mehr Informationen oder mehr Input in irgendeiner Form, wie ich das umsetzen soll. Auch Erdenergie, Pragmatismus. 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Die Wunscherfüllung und die 4 der Kelche bedeutet ja, es ist nicht immer alles 1:1 so optimal, wie du dir das in deiner Fantasie vorstellst. Aber deshalb kann es trotzdem sehr schön sein, auch wenn es ganz anders ist als vorgestellt. Die nächste Karte ist die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Du brauchst dich gar nicht drum zu kümmern, es kommt zu dir. Ja? Du manifestierst. Das heißt, du kannst sehr entspannt daran gehen. 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit bedeutet nicht nur finanziell, sondern auch in Beziehungen. Entspann dich. Haben wir gerade gesagt. Ganz entspannt. Ruhe. Cool down. Genieße den Augenblick. Und da haben wir die Obsession. Das ist wieder diese Energie. Ich will es aber so haben und nicht anders. Tja, damit kann man sich natürlich die Freude über das, was schön ist, auch selbst verderben. Das wollen wir aber nicht, ne? Wir wollen ja im Grunde, dass die Dinge schön sind, auch egal, wie sie zustande kommen, wenn sie schön sind. Ja? Schauen wir mal, 3 der Stäbe. 3 der Stäbe. Du versuchst vorausschauend zu agieren. 9 der Münzen, der Stäbe und der Mond. Du rackerst dich ab.
vielleicht auch gefühlsmäßig irgendwas für dich zu klären. Die 9 der Stäbe ist immer die Energie, dass man zu viel Energie in eine Richtung gehen lässt. Ja? 9 der Stäbe dranbleiben, ja. Aber mit der Mondenergie einfach mal forschen, was sind denn die Dinge, die sich bei mir immer wiederholen oder die immer wieder auftauchen. Und die Ursache suchen. Der Magier, Knabe der Kelche und die Königin der Stäbe. Optimismus, Sonnenenergie, dranbleiben, sich nicht beirren lassen, trotzdem fröhlich an den Dingen arbeiten, die du verwirklichen möchtest. 2 des Feuers, 2 der Münzen und die 8 der Stäbe. Kommunikation ist ja jetzt schwierig, aber du kannst natürlich Pros und Cons abwägen. Was ist für die eine Sache gut, was ist für die andere? Du kannst mit anderen darüber sprechen, du kannst es überlegen. 4 der Kelche, warum ist das gut? König der Stäbe und Ritter der Stäbe. So, ich denke, es geht darum, weil das sind auch 2 Stäbe, ne, wegen der Richtung. Entweder du riskierst etwas oder du versuchst, deinen Dingen treu zu bleiben. Also den Dingen, die du wirklich realisieren möchtest und dann die Geduld aufzubringen. Ich denke, es wäre besser, nichts zu riskieren, gerade jetzt bei diesen Energien, und der Sache weiter zu folgen, die du erreichen möchtest. Königin der Erde, 8 der Kelche, 6 der Schwerter. Gelassenheit und sich, wie ich eben sagte, darauf einstellen, dass die Dinge zwar sich anders entwickeln, als du dir das vorgestellt hast, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. So, dann haben wir die 10 der Kelche. Wir haben die 5 der Münzen und wir haben die 10 der Münzen. 10 der Münzen haben wir auch hier. Die 5 der Münzen ist ja der Rückzug. Die Dinge vielleicht auch nicht sehen. Obsession. Man hat eine bestimmte Vorstellung und will von dieser bestimmten Vorstellung nicht ablassen. Das kann natürlich dazu führen, dass dir das Glück deshalb durch die Lappen geht, weil du den Blick ganz speziell, also du hast so Scheuklappen auf. Also ich würde dir sagen, schau dir das bitte wie ein Kind an, das sich keine Vorstellung darüber macht, wie etwas zu sein hat. Schauen wir erstmal weiter. Der Eremit, 5 der Kelche und 10 der Stäbe. So, du gehst in dich und siehst aber all das Negative, all die Verpflichtungen und das, was du zu bedauern hast. Es gilt aber auch, wenn du mit dem Mond in dein Innenleben schaust, das zu sehen, was das beinhaltet und was es auch an Positiven gebracht hat. Denn du entwickelst dich ja nicht weiter, wenn etwas gut läuft. Du entwickelst dich ja erst dann weiter, wenn es mal nicht so gut läuft. Und die 5 der Kelche besagt ja, nimm die 2 noch stehenden Kelche auf und dann geht's weiter. Page der Kelche, 2 der Schwerter, Zurückhaltung und Transformation. Da verändert sich einiges. Da verändert sich einiges, vielleicht auch, ja, du möchtest ja beim Tellerrand schauen und vielleicht ändert sich deine Blickweise darauf. 7 der Münzen, der Narr und die 3 der Schwerter. Okay, du hast das Gefühl, wenn du ohne Vorbereitung irgendwo hingehst, irgendwas machst, dass du dann auf die Nase fällst. Die Gefahr, auf die Nase zu fallen, besteht grundsätzlich immer. Und du kannst das für und wieder abwägen, du kannst dein Bauchgefühl fragen, deine Intuition. Und trotzdem kann es immer Aspekte geben, die dazu führen, dass etwas nicht klappt. Ganz klar. Das ist immer ein Risiko. Na, was ist die 9 der Kelche? Der Hierophant und die Mäßigkeit. Gefühl und Intellekt in Einklang, entweder in einem Job oder in einer Beziehung. Das ist der Wunsch. Aber dieser Einklang, der muss ja auch aus dir kommen. Der kann ja nicht nur von dem Gegenüber kommen oder von dem Job. Der Einklang soll ja erstmal in dir vorhanden sein, damit du das auch leben kannst. Ja? 10 der Münzen. 3 der Kelche, Geselligkeit und 4 der Schwerter. Ja, sich in aller Ruhe an neue Verhältnisse gewöhnen, an neue Menschen gewöhnen, an neue Bedingungen vielleicht auch gewöhnen. Lass dir Zeit, kein Stress. König der Münzen, Pragmatismus
Und Optimismus, sehr wichtig, das kommt von außen. Ich denke, du hast vieles, was du Positives auch erlebst, was unter dem Hadern mit irgendwas ja, vielleicht nicht gesehen wird. Na? Was ist denn die Obsession? Knabe der Schwerter und Neun der Kelche. Du weißt, was du willst mit den Neun der Kelche, aber du kannst es aus dir heraus jetzt momentan nicht darstellen. Also es ist ungefähr so, als wenn du sagst, ich möchte den idealen Partner oder die ideale Partnerin, bin aber selber nicht ideal. Dann ist eine Zwei der Kelche gar nicht möglich. Das ist so wie das Ass der Kelche, was du selbst füllen sollst, damit ihr euch auf Augenhöhe überhaupt begegnen könnt. Und das ist deine Aufgabe, dein Innenleben ins Reine zu bringen, selbst deine Wunscherfüllung zu sein, so wie du dich gerne sehen möchtest, und dann das Gegenüber zu treffen, was dann ähnlich strahlt wie du und ähnlich sicher ist. Und das ist dann die Wunscherfüllung. Deswegen, das geht nicht von dem oder der anderen aus. Es kommt aus dir, was du in dir trägst. Ja, oder was du bereinigst. Es ist deine Aufgabe, deinen Kelch jetzt hier, ich sag mal, gefüllt zu bekommen, damit du ein ebenbürtiges Gegenüber ja, treffen kannst. Ja? Denn der oder die andere hat ja auch den Anspruch, dass er oder sie geliebt werden will, ohne Einschränkung, ohne Misstrauen vielleicht oder ohne Bedenken. Nun haben wir ja alle ab einem gewissen Alter sowieso Altlasten. Aber wir haben die Gelegenheit, jetzt in diesem Moment diese zu bereinigen, zu bearbeiten, während der Rückläufigkeiten. Und das solltest du nicht ungenutzt verstreichen lassen, damit du das Schöne auch siehst, wenn es dir begegnet. So, wir haben den Pfau. Zeige dich in deinem Glanz. Diese Karte habe ich heute schon öfter vorgelesen und sie beinhaltet auch einen kleinen, ja, wirst du gleich sehen oder hören. Ja, der V. Zeige dich in deinem Glanz. Die Botschaft lautet, wann hast du das letzte Mal für alle Welt sichtbar dein Licht leuchten lassen und dich in deinem Festgewand gezeigt? In jedem von uns steckt ein Pfauengeist, der sich nach Entfaltung seiner inneren Pracht sehnt, und du bist jetzt aufgerufen, dich der Welt als das großartige Wesen zu zeigen, das du bist. Denn du bist eine Manifestation des Allgeistes. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, ruft der Geist des Faust hierzu, und zeige dich unverhüllt, damit auch andere dazu ermutigt werden, ihre eigene Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und den Scherz habe ich die ganze Zeit immer gemacht. Zeige dich nicht unverhüllt ist kein Aufruf zum FKK, sondern es geht um das innere Licht und damit auch um die Befüllung deines eigenen Kelches. Ja? Also dich in deinem Licht, in deiner Vorstellung, wie du dich siehst, zu zeigen. Und dann solltest du natürlich auch bereit sein oder schon erledigt haben, was dich vielleicht davon abhält. Tanze wie aus der Erinnerung an deine Herkunft aus Sternstaub und göttlicher Anmut heraus, erfüllt von Lebenskraft und funkelndem Licht. Du bist ein Kanal der göttlichen Liebe und dein Tanz ist unvergleichlich. Fange das Licht, lass es erstrahlen und feiere tanzend dein Glück, im Hier und Jetzt zu sein. Der Allgeist möchte dich so voller Freude sehen, dass andere sich erheben wollen, um sich deinem Tanz anzuschließen. Freude teilen, Freude sehen und Licht leuchten lassen, deine Freude nach außen bringen. Also nicht nur hadern, also nur das Negative sehen, ne? Sondern auch das Schöne sehen, was sich im Unschönen oftmals auch verbirgt. Die Erkenntnisse, die Weisheit, ja auch die Liebe. Und wir haben als zweite Orakelkarte Atme. Erzengel Raphael, atme mehrmals langsam tief ein und aus, um deine Energie zu wecken und alte Muster loszulassen. So, alte Muster loslassen, ja. Es bedeutet, sich zu verändern, selbst dazu beizutragen, dass man Dinge, die einem nicht gut getan haben, ablegt. Nicht von heute auf morgen, aber naja, so schnell wie möglich. Und das ist wichtig.
Ich muss mal gucken, hier steht atmen und hier steht atme. Okay, okay, okay. Seite 22, ich hoffe, das ist dann auch die richtige Karte. Ja, atme. Erzengel Raphael, atme mehrmals langsam tief ein und aus, um deine Lebenskraft zu wecken und alte Muster loszulassen, also sich selbst zu befreien. Zusätzliche Botschaft von Raphael, in Zeiten von Stress geschieht es häufig, dass du unbewusst deinen Atem anhältst. Doch wie du weißt, ist der Atem von größter Bedeutung für die Sauerstoffversorgung deines Gehirns, deines Körpers, deines Geistes und überhaupt jedes Aspekts deines Lebens. Schreib dir selbst einen Zettel, auf dem steht, dass du nie das Atmen vergessen darfst, auch nicht in Momenten von Stress, um dich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, dass du dich durch tiefe, regelmäßige Atemzüge immer wieder kräftigst. Begib dich an Orte mit viel frischer Luft. Zudem wirst du eine Verbesserung der Luftqualität spüren, wenn du dich in der Nähe von Wasser aufhältst, zum Beispiel am Ufer eines Sees oder am Meeresstrand. Selbst Duschen oder Baden bringt dich in Berührung mit den positiven Ionen, die mit Wasser und Luft assoziiert werden. Okay, atme. Atme tief durch. Lass dich nicht unterkriegen. Hab keine konkrete, feste Vorstellung von etwas. Versuche, du selbst zu sein und dein Licht nach außen strahlen zu lassen. Deinen Kelch zu befüllen mit Eigenliebe, mit dem, was du dir vorstellst. Und dann wirst du auch, ich denke mal, das Gegenstück finden, wenn ich das so sagen darf, das eben genauso eingestellt ist dann wie du. Die liebevolle Energie, die dich umgibt und die du vielleicht vor lauter Stress und Ärger oft nicht siehst, die gilt es wahrzunehmen. Ich bin gespannt, was du sagst, was du in den Kommentaren schreibst, wie das für dich ankommt, wie du damit umgehst, was du daraus machst, würde mich natürlich interessieren. Du kannst natürlich auch später antworten, muss nicht sofort sein. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und ich lese alle. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Dann freue ich mich, wenn ich dir ein kleines Stück auf deinem Weg ein bisschen helfen konnte. Hab eine wunderschöne, liebevolle Woche und dann bis nächste Woche. Ciao.